Pokémon. Dieses Spiel bestimmte die Kindheit so mancher Nerds unserer Generation. Noch heute werden neue Spiele der Reihe released und neue Folgen der Serie produziert. Doch woher kam eigentlich die Idee für die Taschenmonster? Wie entwickelte sich das Spiel seit dem ersten Release? Und was haben die Spiele, Sammelkarten und die Serie gemeinsam? Ich bin Luke und das ist die neue Folge Excalibur Nerdschule. Am Anfang dieser nunmehr fast 20 Jahre überspannenden Erfolgsgeschichte steht ein junger Mann, dessen Kindheitshobby es war, Insekten und Kaulquappen in der Nähe seines Hauses in einem Vorort Tokios zu fangen. Satoshi Tajiri wollte seine Begeisterung für das Fangen und Sammeln der kleinen Krabbler mit der Jugend teilen und fasste somit schon mal die Idee. Bis dahin hatte er aber erstmal den Weg vor sich, überhaupt in die Spieleentwicklung zu gehen. Weil sein Vater wollte, dass Satoshi ein Elektriker wird, war er an der Technischen Hochschule von Tokio. Der Inhalt der Vorlesungen interessierte ihn aber so gar nicht, weshalb er die meiste Zeit lieber in Arcade-Spielen verbrachte. Da war er sogar so oft, dass eine der Spielhallen ihm einen kompletten Space Invaders Automaten für zu Hause schenkte. 1981, mit 16 Jahren, gewann er dann einen Game Design Wettbewerb von Sega und nur ein Jahr später gründete er dann mit ein paar Freunden das Gaming Magazin Game Freak. Mit dabei war Ken Sugimori, der später für die komplette Illustration der Pokémon zuständig sein sollte. Desto mehr er sich im Rahmen des Magazins mit Gaming beschäftigte, desto interessierter wurde Satoshi daran, selbst ein Spiel zu entwickeln. Das einzige Problem war allerdings, er wusste nicht, wie man Spiele entwickelt. Deshalb schnappte er sich einfach einen NES, nahm ihn auseinander, brachte sich selbst bei, wie die Kiste funktioniert und danach lernte er nochmal so eben, wie man Spiele für das System programmiert. Ach ja, die Asiaten. Als 1989 dann der Game Boy und das Game Boy Link Kabel, übrigens nicht nach Zelda benannt, den Witz fand Philippe lustig, erschien, inspirierte das Satoshi. Er musste bei den transferierten Daten an kleine Käferchen denken, die sich von einem Game Boy über das Kabel an den anderen krabbeln, toten, taten. Weiteren Einfluss nahm die Ultraman Fantasy Serie Ultra 7, in der die Hauptfigur Monster in kleinen Kapseln bei sich trägt und diese dann gelegentlich zum Kampf einsetzt. Vereint bildeten diese beiden Ideen das Grundkonzept für Capsule Monsters. Die erste Generation kam dann 1996 erstmal nur in Japan heraus. Die rote und grüne Edition hatten anfangs nur eine geringe Auflage, da Nintendo sich nicht sicher war, ob das Spiel Absatz macht. Das war anfangs übrigens auch der Fall. Erst nachdem die ersten Spieler das im Code versteckte Mio entdeckten und das Magazin KoroKoro einen Wettbewerb veranstaltete, in dem 20 Teilnehmer ein Mio gewinnen konnten, generierte das Absatz. Durch die hohen Einnahmen kam dann auch relativ schnell noch Pokémon Blau heraus, welches mit einer überarbeiteten Grafik und Leistung noch mehr Leute überzeugen konnte. Damit erschien dann kurz später auch die internationale rote und blaue Edition sowie noch eine Special Edition. Die gelbe Edition. In diesem Spiel folgte der Spieler viel mehr der Story des Anime als der etwas anderen Story der Originalspiele. Am 20. Oktober 1996 kam dann das Sammelkartenspiel zum Franchise heraus und erlangte sofort unglaubliche Popularität. Die ersten 102 Karten kamen direkt als ein ganzes Deck. Dazu kamen dann diverse Manga-Adaptionen. Als erstes stand der ziemlich harte Manga Pokémon Pocket Monsters, der auch schon 1996 herauskam und mit derbem Humor und vielen Slapstick-Elementen daherkam. Auch der eben bereits erwähnte Anime stellte sich als Kassenschlager heraus. Der originale Ash Ketchum heißt im Japanischen übrigens eigentlich Satoshi, so wie der Schöpfer des Franchises, und basiert auf dem Spielecharakter Red. Sein Gegenspieler Gary ist im Original nach Nintendo-Koryphäe Shigeru Miyamoto benannt und basiert auf dem Spielegegner Blue. Daraufhin entstanden eine ganze Menge neue Manga-Reihen, unter anderem auch die bis heute laufende Pokémon Adventures, die mittlerweile seit über 14 Jahren neue Bände herausbringen. In der westlichen Welt fand das alles sehr schnell Anklang. Unerwartet. Nintendo wollte ursprünglich die Designs der Monster etwas entniedlichen, weil sie Angst hatten, alle Nicht-Asiaten würden sich von der süßen, monsterlichen Struktur dieser Viecher abgeschreckt fühlen. Doch es wurde zum Erfolg. Weltweit launchten neue Staffelabschnitte der Serie gemeinsam mit neuen Generationen. Inzwischen befinden wir uns in der 6. Generation Pokémon. Das sind mittlerweile mehr als 720 verschiedene Pokémon. Die Spielereihe bekam unzählige Spin-offs wie Pokémon Stadium für die N64 oder auch Pokémon Snap, bei dem man auf Pokémon Island herumrennt und die Viecher fotografiert, was das unglaublich packendes Spiel. Auch Kinofilme reihen sich in das Franchise ein. Ich weiß noch genau, wie ich damals mit meiner großen Schwester in Pokémon der Film war und sie einfach mal schon vom Anfang, also von diesem Vorfilm, mega genervt war. Zu jedem Pokémon-Film kam nämlich auch ein Pikachu-themed Vorfilm. Der erste ging um Pikachus Ferien. Da hörte man im Grunde fast nur den Namen von Pokémon, weil die Trainer einfach gar nicht dabei waren. Man hat damals auch eine besondere Mew-Karte beim Einlass ins Kino erhalten. Das fühlte sich dann so lange cool an, bis man merkte, dass auch jeder andere die beim Einlass bekommen hat. Auch anderes Merchandise wurde immer
immer populärer und auf die Film-, Serien- und Spielreleases abgestimmt. So entstand in Tokio auch ein Pokémon-Center, in dem alles Merchandise rund um die rot-weißen Bälle verscherbelt wird. Das Schöne an Pokémon ist ja, jede unserer Generation wächst mit einer neuen Pokémon-Generation auf. Und genau deshalb wird dieses Franchise einfach noch Ewigkeiten weiter bestehen. Pokémon wird uns noch lange begleiten. Es würde mich nicht überraschen, wenn ich meinen Enkelkindern noch Pokémon-Spiele schenken kann. Wo wir gerade dabei sind, schreibt mir doch mal eure Lieblingsgeneration von Pokémon in die Kommentare und sagt mir, welches das beste Pokémon-Spiel bisher war. Hier in der Mitte habt ihr die Gelegenheit, uns zu abonnieren, um auch nächste Woche Donnerstag wieder eine neue Folge Nerdschule zu bekommen. Die Mobilnutzer unter euch können hier oben links und rechts auf das kleine i klicken, um die letzten beiden Nerdschulen, die auch hier eingeblendet sind, zu sehen. Die Leute auf dem Browser können wie immer einfach auf die Annotation klicken und dahin kommen. Ich gehe jetzt nochmal die Top 4 besiegen und bringe meinen Glurak dann fliegen bei. Bis zum nächsten Mal. Meisterball! Das war ein Kissen.